Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem kleinen Weihnachtsspecial. Hier wieder mit Lauri Link und dem Blind Spectator. Moin. Servus. Moin. Wir spielen Viscera Cleanup Centers Rampage und können jetzt hier mal ein wenig Scheiße bauen. Alter, ist meine Maussensibilität hoch. Ist das Scheiße bauen? Ist das sauber machen? Genau, wir brauchen einen Eimer. Ja, sauber machen. Jawohl. Und dann brauchen wir auch ein Ding, damit so, wir dann die Leichenteile da... schnell das Ding da. Ich hatte das so lächerlich. Hier können wir die Leichenteile... Nein, oh, ich dachte schon, ich habe den Eimer schon wieder. So, weil jetzt hast du den Mülleimer hingestellt. Genau, wenn man auf die Leichenteile nämlich rummobbt, dann gibt es nur noch mehr Blut. So, wisst ihr was? Nein! Mann, was macht Warum ihr? Warum bin ich tot? Du hast mein... Was, du bist tot? Ja, ich bin gestorben. Jemand hat mich umgebracht von euch. Ich weiß nicht warum. Na, du bist, glaube ich, auf meinem Eimer ausgerutscht und deswegen ist das ganze Wasser dann auch weg gewesen. Ich wollte mir meinen Eimer halt hier hinter tragen. Oh, jetzt stehen wir nicht im Weg. Dass ich hier hinten mal ordentlich sauber machen kann. Wenn so. Ihr auch ins Blut reintretet, dann hinterlasst ihr auch schöne neue Fußspuren. Oh, shit. Ja, check, dann mach das mal nicht. Ja, machen wir mal alle in Ruhe sauber, wa? Ja, mach es mal ordentlich. Was ist das? Komm, Eimerchen. Oh! Ah! Was? Ich zum bin explodiert! Alter Vater. Junge, was ist da los? Wie oft willst du denn sterben in diesem Spiel? Mann, jetzt ist der Eimer wieder leer! Ich krieg die Krise, Alter! Ich muss mal kurz meine ehemaligen Körperteile wegschaffen. Jetzt liegt der Phil ja auch noch rum. Jetzt müsste der Phil schon zweimal rumliegen mittlerweile. Ja. Ah, das glaube ich nicht. Es müsste auch irgendwo so eine Verbrennungsanlage geben für die Leichenteile. Ja, na, ja, davon ist doch so ein Ofen. Die Verbrennungsanlage ist, glaube ich, hier der Ofen da. Bin ich so sicher. Oh. Der ist ein bisschen auseinandergefallen. Hier. Mich würde aber grundsätzlich mal interessieren, wie du beim ersten Mal draufgegangen bist. Ich wusste gar nicht, dass man hier sterben kann und du stirbst auf einmal. Oh, das war so nicht geplant. Alter. Ich wusste auch nicht, dass man sterben kann. Hey, was ist das denn? Lauri, warst du schon oben gewesen? Was ist das hier? Ein Stück in der Reihe. Ja, aber warum... Mann! Was ist denn jetzt passiert? Na, irgendjemand... Lass mich nicht mal in Eimer Wasser nehmen. Ich bin hier schwer mit Putzen beschäftigt. Ich bin's nicht, dann wird's wohl Jack sein. Ja, genau. Ist immer Jack. Ich muss gerade meinen Kopf wegholen. Dieser MacGyver, was bringt das Ding? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, was auch scheiße ist? Wenn der Wischmob schmutzig ist und du mit dem weiterwischst. Ja, dann kommt neues Blut. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Was steht hier? Slack Spaniel, okay, anstatt Jack Daniel. Sag so. Ja, komm, dann wollen wir mal mit Orly mit anfangen, ne? Patsche, patsche, patsche. Passiert nichts. Vor allem, was wurde vorhin eigentlich in die Luft gesprengt nochmal? Eine Wunderkerze. Schön. Wunderkerze, fuck, ob das ist Dynamit. Back hier voll durch die Gegend. Oh, warum wird denn das Ding auch so schnell schmutzig? Ich bin nicht sicher, was ist das denn Schläge. Hier? Pauli. Kannst du mal den Wischmopp jetzt nochmal machen? Box, oder? Ich jetzt gerade hier ab. Woher Check, ist das ganze Blut hier schon wieder? Na, ich mache hier sauber. Wir haben noch nicht mal den Flur sauber. Oh, scheiße, ich mach schon wieder schmutzig, statt sauber. Warum kommt da ein Leichenteil raus? Okay, mein Wasser ist schmutzig. Oh. Dann nehmen wir das mal mit und schmeißen das Wasser einfach in den Ofen. Das Problem ist, dass ich jetzt auch Blut an den Füßen hab. Ja. Das heißt, wenn ich mich jetzt bewege, dann wird halt hier noch mehr schmutzig. Ich geh mal jetzt zu Phil. Vielleicht sollten wir auch einfach erstmal den ganzen Scheiß wegräumen, der hier rumliegt, und danach wischen. Macht das vielleicht mehr Sinn?
Das könnte potenziell sein, ja. Ich mach trotzdem erstmal meinen Wischmopp sauber. Hier liegt halt noch so ein Elfenkopf rum und so. Ah, okay, wenn man die Sachen in der Hand hat, kann man die auch drehen. Leute, das passiert, wenn ihr euch zu viel zu Weihnachten wünscht. Scheiße, Alter. Och, Mann! Dann muss ich Lauri aufnehmen. Du, willst du dich mir mal anlegen? Ah! Ich hab das Gefühl, nichts falsches, Freund. Kann es sein, dass es hinterher schlechter aussehen wird als vorher? Könnte passieren, ja. Aber im besten Fall. Ich zieh mit einer Waffe auf dich. Was denn mit deinem MacGyver? Ist da drin oder? Was ist da drin? Verbrennt ja, das verbrennt mit der Zeit. Okay. Was haben wir hier noch? Ich mag die Spielphysik. Spielphysik? Oh shit. So, also wo? Ihr habt das einfach in den Kamin reingeworfen, das Zeug zum Verbrennen, oder? Ja. Okay. Alter Vater. Kann man dort alles reinwerfen zum Verbrennen? Was ist das hier? Das ist doch bestimmt auch gut zum Verbrennen. Ich habe unser Abendessen gefunden. Schaut euch das an. Oh, geil. Das verbrennt nicht so richtig, oder? Also es wird bestimmt irgendwie verbrennen. Also, haben wir noch einen Kamin? Hm, guck mich mal um. Oh, ich hab mal ein bisschen... What? Du hast mich umgerannt und ich bin dadurch gestorben. Tja. Was? Ich hab dich umgerannt? Ja. Du bist nur gegen mich gelaufen und ich bin dabei gestorben. Nee, ich bin gegen dich gelaufen, glaube ich. Ja, unten im Keller, meine ich. Ja, genau, ja. Und ich bin dadurch draufgegangen. Was ist das denn, bitte? Ja, bescheiden Lappen. Was soll ich sagen? Bist halt ein Lappen, meint er. Müssen diese Stühle eigentlich auch verbrannt werden? Ich glaube nicht. Weißt du was? Ich tue es einfach rein. Holz brennt gut. Stimmt besser nicht, würde ich sagen. Ach, ich tue es einfach mit rein. So. Ja, da müssen wir es nämlich nicht sauber machen. Ey, hier die ganzen Buddeln, ey. Was haben wir denn jetzt hier? Nehmen wir den Willi hier mit. Na, haben wir mal noch was anderes, wo wir das verbrennen können, den ganzen Mist? Irgendwie nicht. Es scheint nur einen Ofen zu geben. Alter! Wolltest doch mich jetzt töten. Ja. Ich will niemanden töten. Was sind das hier? Warum liegen denn hier so viele tote Elfen, Alter? Santa hatte Bock. Lass sie los. Ein iPhone zu viel produziert. Ist der Elf jetzt wenigstens im Feuer gelandet? Wolltest du mich jetzt mit reinschieben? Nein, ich wollte das Teil da reinpacken. Oh, man kann sogar springen. Als ob. Naja, dir ist alles zuzutrauen. Was für Weihnachtsmütze ist denn das hier? Jack, du musstest schon mal alles richtig ins Feuer reinschieben, ja? Ja, ich bin dabei. Wie kleinteilig diese Elfen sind. Hätten die nicht ganzer bleiben können? Hätten die nicht ganzer bleiben können, ja. Ganz, ganzer am ganzesten. Mhm. Wie lange dauert das denn, bis die Scheiße hier mal verbrennt? Jetzt ist die ganze Elfenscheiße da rausgeflogen, so eine Kacke. Das macht natürlich Sinn, das hier reinzutun und dann zu verbrennen. Dafür ist es da, ja. Aber diese Container buggen ein bisschen rum. Ja, ich auch. Wie kann man die Sachen drehen? Keine Ahnung. Jack, wie kann man Sachen drehen? Ja, mit der linken Maus gedrückt halten. Was mit der. Ihr spielt nicht mit Controller? Nö. Ich spiel mit Controller. Hier ist ganz eindeutig ein FPS. Aber. Was mit den Geschenken? Müssen wir die auch verbrennen? Ich weiß nicht, wir müssen keine haben. Ne? Also, Weihnachten. Ich würde sagen, das ist unsere Belohnung. Irgendwie passt das goldene Geschenk nicht hier rein. Tja, wie kann man es denn hier drehen? Okay, jetzt bitte nicht durch die Gegend buggen, Elf. Einfach da rein.
Da ist noch. Sorry. Gesundheit. Aber wir hinterlassen hier immer mehr Fußspuren. Aber wie viele Elfenleichen haben wir denn noch? Ich bin mir nicht sicher. Also Elfenleichen. Oben sind ja auch noch welche. Ich werf mal einen runter. Alter! Lauri? Ja. Was hast du hier gemacht? Was hast du denn hier gemacht? Was haben Sie dazu zu sagen? Ich habe gerade dein Versteck aufgedeckt. Das Ding rastet auf jeden Fall hart aus hier. Ja. Ey, du sollst mich nicht hier mit den Holzplatten. Mann! Ich hab die Leichen erstmal sauber gemacht. Bam! Hier liegt eine Schrotflinte. Das sind... eine Schrotflinte? Was? Ja. Wo? Komm ich jetzt abknallen. Als ob. Ach so. Ja, wenn die irgendwie funktionieren würde. So, dankeschön. So, der Scheiß ist mittlerweile ja endlich mal verbrannt. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie Warning Server Reaching Net Actor Saturation wird. So, rein damit. Actors may not appear correctly. Aha. Boah, ich... Was ist das denn, ekliges? Das ist ja lustig. Oh, geil, Alter, ich hab auch eine Waffe. Rein ins Feuer damit. Hast du das denn Besen? Ja. Weihnachtsmütze, rein damit. Hier? Ich hab Besen gefunden. Ich hab einen Container mit Leichen. Okay. Damit kann ich das wegfegen. Schön machst du das. Ja, ne? Er ist bloß mittlerweile schon ein bisschen schmutzig. Ja, das macht ja nichts. Da ist noch ein... Oh, das ist ziemlich cool. Er hat schon Besen gefunden. Was ist denn hier los? Wo? Ach so, ist nur... Nee, hier ist nur ein Bild von einem Auto. Ich habe mir das nur mal eben angeguckt. Alter Vater, ey. Alter, kann er mal den Stuhl einfach mitnehmen, bitte? Okay. Liegt hier ein Messer auf dem Boden? Was? Was ist denn jetzt passiert? Bist du in die Luft geflogen oder was? Hast du mich weggesprengt? Nee. Nee. Habe ich wieder eingebildet. Das ist aber gut aus, ey. Ich bin der Einzige, der hier arbeitet. Genau. Wo liegt denn meine Leiche eigentlich? Oder hat sie direkt so zerfetzt, dass sie hier nicht mehr rumliegt? Was soll das denn? Warum kommt hier einfach ein Arm raus mit so einem Stinkefinger, ey? Hallo? Hallo? So. Der hat hier gerade einen Arm und ein Bein rausgeworfen. Aus dem Ding. Ja. Willst du wohl mitkommen? Ich bin tot. Warum? Hast du zu oft das Ding gegen den Kopf bekommen? Scheinbar. Gucken, ob das bei Jack auch klappt. Ich bin jetzt zum vierten Mal gestorben. Beziehungsweise, nee, das hier ist mein vierter Charakter. Jack, wo bist du? Alter, ich kann den nicht aufheben. Was macht ihr da? Baggen. Offenbar. In der Weihnachtsbaggerei. Ich kann... Oh, warte. Da kann man draufziehen. Warte mal. Was? Alter. Geh da rein, du scheiß Kacke. Wow, Jack, du stehst drauf. Ja. Das ist ja cool, ich kann ihn jetzt rumtragen. Dude. So, jetzt reicht's aber auch. So, jetzt will ich mal hier gucken, was ist denn hier noch für Musik?
Oh, what? Alter Vater. Da ist scheinbar schon wieder was explodiert. Ich weiß nicht, wie scheinbar das zustande kam. Bin mir auch nicht sicher. Wie konnte man jetzt Sachen drehen? Linke Maustaste gedrückt halten und dann bewegen. Maus. Ah. Nice. Mann! Sprengt ihr denn alles in die Luft hier? Das war Davon Dreck. Wird's auch nicht besser. Woher, du Dreckspatz? Was wackelt denn hier unten drunter, Alter? Tja, wenn man das wüsste. Hä? Rentierteile. So, rein mit dir. Und rein. Oh, mehr passt nicht rein. Dann. Lass doch mal das Geschenk los. Ah, wohl, dann passt der ja vielleicht noch oben drauf. So. Ja, noch ein Stück rüber. Genau. Und ablegen. Und dann packen wir das ganze Ding an. Und schieben das ganz langsam ins Feuer. Sehr schön. Schön am Arbeiten. So langsam hab ich's. Ja, das war gut. Hier soll es den hier noch mitnehmen. Sollst du dich das Feuer löschen? Oh shit. Der lag gerade da vorne zu brennen. Das kann es sein, dass es nicht weniger wird hier? Ja, das sind halt eine Menge Teile, ne? Und dass Jack die ganze Zeit wieder Leichen verursacht, hilft halt nicht. Hier liegen schon wieder Füße rum und sowas. Bist du doof oder was? Weil Jack halt alles in die Luft sprengt. Noch mehr Leichen verursachen. Ich habe hier drauf gedrückt auf den Automaten und der hat entsprechend Arm und Bein rausgeworfen. Oh, das Ding ist ja auch schon voll. Dann packen wir das da rein ins Feuer. Ins Feuer reinpacken. Da hinten liegt auch noch ein toter Elf unter dem Tisch. Wie kann man sich ducken? Weiß es einer? Was, wie man sich... Man kann sich ducken? Wahrscheinlich. Also, ich bin jetzt noch nicht rausgefunden, wie das gehen soll. Ich auch nicht. Wird wohl nicht gehen. Geht auch nicht, aber hier unten ist... eine Leiche, an die wir nicht rankommen. Unterm Tisch. Warte mal. Gucken wir mal die Controls an. Habe ich gerade auch schon geguckt. Was passiert? Drop Hit. Das Ding rastet aus. Diese Kiste. Ja, das machen die manchmal. Das muss so sein. Das, wo der Eimer drin ist, oder was? Ja. Also bei mir steht die ganz normal rum. Bei mir nicht, bei mir fliegt die durch die Gegend. Okay. Bei mir ist die auch gerade durch die Gegend geflogen. Ja, jetzt ist es im Feuer. Besser ist. Wieso müssen die so ein großes Geweih haben? Muss ja extra ins Feuer. Ja, schön Eierlikör hier. Bis dann wieder alles explodiert. Sollte was explodieren, ist doch nur ein Eierlikör. Ja, was du hier schon alles explodieren lassen hast? Was ist denn hier mit der Musik eigentlich? Die braucht doch eigentlich auch niemand. Ich komm bloß nicht hier hoch. Ah, jetzt. Ah, ne, doch nicht. Ich hab irgendwie die Shotgun. Und. Ab dafür. Okay, hier kommen Rentierteile. Na, nimm doch mal das Radio, Alter. Bist du behindert? Ach, fuck, jetzt fliegt die Hälfte da schon wieder raus. Na, ich flieg auch schon wieder rum. Mann, sag mal. Drehen einmal, Dankeschön, reinsetzen. So. Pack da nicht an.
das? Ich hab keine Ahnung. Wo ist jetzt das Radio? Ah, okay. Respawn. Okay. Ich habe das Gefühl, die Stühle werden nicht weniger, obwohl ich schon übelst viel ins Feuer geworfen habe. Oh, was liegt hier noch? Da ist nochmal ein Geweih. Ja, so. Alkohol. Und da rein. Und ein Dynamit. Hier ist noch so ein Rentierschenkel. Knusprig. Da liegt auch noch so ein Arm hinter dem Weihnachtsbaum. So? Nee, das passt nicht mehr. Aber diese eine Leiche, mit dem Messer wird uns Probleme bereiten. Welche Leiche? Na, hier hinter. Unter dem Tisch. Ach, dort. An die kommt man nicht ran. Hinterm Tisch? Ja. Dort hinten. Kann ich die vielleicht rausmobben? Ja. Bisschen doofer Elf. Vielleicht mit dem MacGyver. Ich hab ihn. Ach, sehr gut. Stark. So. Ist auch noch ein Spielzeug dahinter. Dann kann er sich ja zu seinen Freunden schlafen. Was ist denn das hier eigentlich? Dieses What a Load Disposal. Was bringt das denn eigentlich? Ich bin explodiert. Wir waren gerade fast durch mit Leichen entfernen. Und dann explodierst du. Ja, ich weiß ja auch nicht, was du da machst, ey. Ja, man darf Jack nicht in die Nähe von Dynamitstangen lassen. Ich habe da keine einzige Dynamitstange hier gesehen. Ich weiß gar nicht, was ihr immer alles explodieren lasst. Vor allem mich in die Nähe von Dynamitstangen lassen. Ich habe gar nichts gemacht, ich stand hier hinten. Naja, ich räum Phil mal weg, ja. Danke, das ist sehr nett von dir. Genau, geh mal den Phil aufräumen, ey. Wofür ist das Messer da? Ist das Messer zum Wegwerfen da oder zum Sachen zerkleinern? Check sie zerkleinern. Wo ist... What the hell? Oh, was zum... Lauri, liegst du hier? Ja! Mann. Warum? Ein weiches Messer in der Hand hat und du mich, glaube ich, im falschen Moment angerempelt hast. Alter, ich habe hier eine Desert Eagle. Beziehungsweise einen Revolver. So, genau. Jack, komm mal her. Ich stech dich jetzt ab. Was? Funktioniert irgendwie nicht. Ach so, mit dem einen Messer da? Nee, ja. Da geht auch nichts. Das sieht doch jetzt... Könnte es sein, dass wir leichenfrei sind? Mal gucken, ja, wenn wie lange. Du hier steckst, ey, dann bestimmt. Na. Oh. Gucken, so. Wie lange wir leichenfrei sind. Dann kann man ja anfangen zu wischen, tatsächlich. Na, ich würde erstmal den ganzen. Was ist denn das hier? Waxy Big Fist. Explodiert das, wenn ich es ins Feuer tue? Nö. Was ist denn das für eine Kiste hier eigentlich? Die hab ich da gerade reingeworfen. Ist da Fell drin oder warum wackelt die so? Nee, aber... Oh, was zum... Die hat mich voll nach oben geschossen. Hoffentlich verbrennt die jetzt mal. Ja, jetzt verbrennt sie. Ah, hier liegt im Übrigen noch ein Kopf rum. Und dort hinten liegen auch noch ein paar Beine. Also ich würde nicht sagen, dass wir leichenfrei sind. Ja, habe ich auch gerade festgestellt, dass hier hinten ja auch noch Sachen sind. Ja, nachdem Phil uns in die Luft gejagt hat, ey. Ja, genau. Was ist denn das hier für ein Goblin? Jack, hast du oben mal deine ganzen Leichen weggeräumt? Ja, ich bin gerade dabei und dann wird mir hier mein Mülleimer wieder umgeworfen. Wer war denn das? Ja, wenn ich das wüsste. So. Also hier oben liegen auch noch ein paar. Ja.
Vielleicht hätte man die Bodendielen drauflassen sollen. Ich habe mal irgendwas gerade runtergeworfen. Ich weiß nicht, ob das Dynamit war oder irgendwas. Kann die Leiche bitte aufhören zu zappeln? Also Dynamit erkennt man in dem Spiel daran, dass es aussieht wie Dynamit. Sicher? Ja. Ein Haufen Teile hier. Dynamit erkennt man in dem Spiel daran, dass es aussieht wie Dynamit. Wo habt ihr die gelben Boxen hier, diese Biohazard-Boxen? Die gibt's da bei dem Automaten da, bei dem grünen. Was, bei dem grünen Automaten? Ja, hier. Ja, ansonsten habe ich hier nur eine. So, kann ich ja mal eben hier hinstellen. Ich habe halt hier auch noch ein paar Elfenteile. Das ist halbwegs schwierig, die hier rein zu positionieren. Das auf jeden Fall. So. Oh, nimm doch das Bein. Das ist Bein nicht mehr. Aber hier liegt auch schon wieder ein Messer. Ich hab bestimmt gleich wieder tot, weil mich Jack anrempelt und ich mir das Messer in den Wanz steck. Sag mal, jetzt komm doch her. Hey, warum kommen da jetzt schon wieder Leichenteile raus? Leute. Ja, das meinte ich ja vorhin mit dem Automaten auch. So, ach, da liegt auch noch einer. Meine Fresse. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was zum... Was hast du dort reingetan? Oh je. Jack hat irgendwas in diesem Biohazard-Ding jetzt reingetan, was in die Luft geflogen ist. Ich hab gar nichts gemacht. Nee, du hast gar nichts gemacht. Nein. Natürlich war es der Jack. Wer denn auch sonst? Richtig, wer auch sonst, ne? Explodiert das hier auch? Das hier? Ja. Könnte das explodieren? Guck mal. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das hier könnte explodieren. Ach du Scheiße! Komm her, du! Ach komm! Und ich muss eure ganzen Arme wieder wegmachen. Ja, das musst du wahrscheinlich. Könnt ihr nicht mal mit weniger Gliedmaßen geboren werden? Ich meine, im Groben haben wir ja... Oh, jetzt bin ich auch tot. Mit weniger Gliedern. Das war ja sowas von dumm, ey. Ich bin einfach nur gegen ihn gelaufen. Einfach so... Warte mal. Jetzt komme ich mal mit Anlauf. So bin ich gegen ihn gelaufen. Einfach nur so. Und dann ist er umgefallen und einfach gestorben. Unfassbar. Tja. Weg! Holy moly, ey. Was passiert denn hiermit? Was das ist, wenn ich denn so verbrennen. Eine Patrone da reinpacke? Nichts, ne? Nee, gut. Schon Angst gehabt. Irgendwie wird das hier nicht weniger. Das wird auch nicht weniger. Gott, also, da kannst du langfahren. Zieh mal an. Das wohl liegen könnte. Alles Jacks Schuld. Hab die alte Rechnung von Santa gefunden. Nice. Boah, hier, cool. Lampe. Wir brauchen mal noch so ein Biohazard-Dingens. Das sollte man doch irgendwie da vorne aus der Kiste holen können. Rook's Keep, alrighty. Ja, also ich glaube, wir werden hier auf jeden Fall nicht viel sauberer als wir es. Was zum. Alter Vater, hab ich mir geil, ich hab auch mal was in die Luft gesprengt. Was hast du denn in die Luft gejagt? Na, den Ofen. Ja. Ja, wir brauchen noch so ein Biohazard. Die ganzen Eimer müssen dann auch wieder verbrannt werden. Bringt also nichts, wenn du da 1000 Eimer rauslöschst und ausschüttest. Ich will doch nur den Knopf drücken. Was machst du denn? Knopf drücken, was meinst du denn? Mehr nicht.
Mist, mein Plan ist nicht aufgegangen. Nee, also das kriegen wir auch nicht sauber. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir das nicht sauber kriegen. Was ist jetzt passiert? Ich bin explodiert. Du Knallhund, warum? Spontane Selbstentzündung. Offenbar, also. Also ich möchte hier einmal feststellen, bevor wir hiermit aufhören. Meine Ecke hier hinten ist sauber. Die habe ich gemacht, die ist sauber. Ich weiß nicht mal, warum ihr jetzt gerade draufgegangen seid. Also, ich weiß es aber. Ich weiß es aber, das ist schön. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht. Hab Dynamit angemacht und bin dann einfach zu Fell gelaufen. Aber es ist ja schön, dass du noch welches gefunden hast. Ja, dort beim Stroh. Ja. Warum ist der eigentlich Stroh? Ja. Oh, hier ist auch noch ein Eimer mit Leichenteilen. Ich wollte gerade sagen, was hast du da in der Hand? Nix, aktuell. Ich habe gerade gesucht, ob hier noch Dynamit irgendwo rumliegt, aber leider Gottes nicht. Ey, gut. Ich glaube, wir haben auch so ziemlich alles Dynamit weg. Schade eigentlich. Kann es sein, dass alles aus meinem Eimer rausfällt? Ja, das passiert manchmal. Ja, so ein bisschen. Ich bin immer schon beinstrahlt. Alter, Falle, ey. Ist das lustig. Das werden wir auf jeden Fall nicht sauber kriegen. Das war's mit dem Weihnachtsputz. Hat Santa hier auf jeden Fall ordentlich Arbeit geleistet, wie man sehen kann. Oh, ich glaube nicht so viel wie du. Also ich denke, guck mal hier, den Vorraum, den haben wir sauber bekommen. Ich hab den. Wie du? Ich hab die Tür geputzt. Ich hab den ganzen Rest gemobbt und die Leichen daraus geholt. Ich mobb auch gleich mal hier. Ich mobb gleich Jack. Guck mal, ich mache ja die Maschine sauber. Da kommen ja vorne und hinten Wassereimer raus. So. Der Weg macht ein verbrenntes Bein. Was ist so? Ich habe den Vorraum sauber gemacht. Ach ja, so. Genau. Tja. Ah, Check auf dich ist wenigstens Verlass. Ja, auf jeden Fall, ne? Seht euch mein Werk an. Hier sind überall schon wieder rote Fußspuren von dir, Jack. Was ist das goldene Geschenk? Hab ich das du jetzt Hoden, verbrannt? Ey. Oder ist das... Was? Ich glaube, dein Dingens ist schmutzig. Wo ist der gemacht? Penner? Guck dir das an. Putzi, putzi. Ja, okay. Aber das auf jeden Fall war unser kleines Weihnachtsspecial. Vielen Dank an Phil und auch an Lauri, dass ihr da mitgemacht habt. Wir wünschen euch natürlich allen ein frohes Weihnachtsfest, schöne weitere Feiertage. Ja, falls ihr auch noch was sagen wollt, eure Chance ist da. Bring dich ja, ich hoffe, euer Weihnachtsfest ist nicht ganz so blutig. Ja, das vor allem. Das vor allem. Na gut, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Like, Daumen nach oben und einen Kommentar vielleicht. Like, Daumen nach oben und einen Kommentar vielleicht. Ja. Okay, zweimal liken ist auch in Ordnung. Schaut auch bei den anderen rein. Also dann, haut rein. Jo. Ciao. Ciao. Ja. Ich würde gern Check anpacken und ins Feuer werfen. Ich will ihm den Eimer falsch rum aufsetzen. Ja. Haben Sie einen Moment Zeit, um über unser Lord und Retter Cthulhu zu reden? Dann bitte hier ein Video klicken, da ein Video klicken, hier unten abonnieren und liken.